Wir haben ein neues Patch. Wir haben noch jede Menge aufzuklären. Wir brauchen ein neues Passbild. Wir brauchen noch 4 Schildteile und überhaupt eine Menge Zeug. Das heißt, hier rein. Wir haben das neue Gate immer noch nicht freigeschaltet. Aber gut, dann können wir uns hier nach den Kisten umsehen. Das ist eine, die brauchen wir aber nicht. Bogen raus. So. So. Pfeile sind auf 110. Das ist nicht so viel, aber es wird eine Weile reichen. So, ist hier irgendwo eine Kiste? Nö, da gehen wir doch erstmal nach Osten. Ja. So. Ting, 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 ting. Genau, kaputt. Hier war eins der Pentagramme, dass wir nicht rankommen. Und hier müssen wir nach oben, aber dazu müssen wir rechts rum. So nämlich. Da ist eine Truhe. Warum siehst du mich nicht? Ah. Kaputsch. So, Bogen weg. Kurz gucken, ob hier der Maler war. Nee, hier war nicht. So, ist mir jetzt egal, wie viele feuchte Hände ich bekomme, denn ich habe gar keine Waffe. Da oben ist auch noch eine Truhe. Das ist jetzt ein wenig doof. Aber gut, wir dürften wohl schnell genug sein, um von denen hier nicht erwischt zu werden. Und die können springen. So, erstmal muss die Karte verlassen. So, wo müssen wir lang? Wir müssen unten rum, um oben hoch zu gehen. Da sind die Verwandlungstypen, das ist mir egal, ich habe keine Waffe in der Hand. So, hier ist noch eine Truhe. Hui. Hui. Hui, 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 hui. So. Treppen steigen könnt ihr, glaube ich, nicht. Oh, und ich habe vergessen, dass hier ganz, ganz viele Fledermäuse sind. So, und hier oben war gar keine Truhe mehr. Okay, wir haben 6 von 8. Das ist schon ganz okay. Jetzt geht's runter. Wieder den ganzen Zeug hier vorbei. So. Und jetzt hoch links. Oh Gott, verdammt mich. Wo ist hier hoch? Hier ist gar kein Hoch. Also müssen wir rechts, dann hoch, dann links und ja. Habe ich schon erwähnt, dass es hier ganz schön verwinkelt ist. Hab's. Gibt es einen Erfolg dafür, minutenlang keine Waffe in der Hand zu haben? Leider nicht, ja. Zing, zing. So. So, ganz viel Grün. Könnten wir Essenzen sammeln? Brauchen wir aber nicht. Wir wollen einmal nach oben links, um zu gucken, ob da... Au. Du war garstiger. Ne, hier kommen wir her. Einmal kurz Genesung zaubern. Einmal kurz Heilung zaubern. So, jetzt an den allen vorbei, indem wir sie alle töten. So. Einfach alle wegschießen. So. Blaue Essenz und da müsste ja noch ein bisschen magische Essenz sein. Die Geistermaterie wäre, glaube ich, nur für bessere Tränke. Also brauchen wir die eigentlich gar nicht, aber. Hey.
So, ganz viel Blobs. Keine Truhe oder dergleichen, die wir nicht schon geöffnet hätten. Also einfach runter. Ping. Ping. Hier waren die Anti-Blobs, die an der Decke kleben. So, okay. So, die Truhe haben wir, die Truhe haben wir. Da unten könnte der Maler sein. Oder hier. Jo, hier ist er doch. Hallo, wir hätten gerne Gegenstände und zwar kaufen wir davon gleich 4 Stück. Nur für den Fall, dass wir irgendwo anders noch welche davon brauchen. So, raus. Hier weg. Und oben die eine Kiste noch aufsammeln. So. Sehr schön. 7 von 8. Sackgasse. Stimmfeuchte Hände. So, hier. War Excalibur. Hier waren wir irgendwie noch gar nicht. Ah doch, hier war die Krabbe. Warum haben wir hier kein Licht gemacht? So, na also. So, Schlüssel haben wir hier gefunden. Das heißt, es geht nur noch oben, links, links weiter. Oben. Okay. Keule wieder weg. Bei den Schleim da links abbiegen. Hier. Ja, okay. Bogen, Schnelltaste, 3, 3 und ins Dunkel schießen. Feuchte Hände ist immer noch aktiv. Habe ich erwähnt, dass ich das nicht mag? Du, komm mal. Du, Schnelltaste 3, kurz warten. Kurz warten, kurz warten, kurz warten, jetzt. So, zischel, 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 kaputt. Zischel, 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 kaputt. So, Licht an. Oh, eine Posttür? Nee, 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 komm. Ich lasse mich jetzt nicht wieder ablenken, bevor ich nicht das Gate da rechts freigeschaltet habe. Ich frage mich, ob es in deiner Welt jemanden gibt, der so mächtig ist wie Hanakon. Mann, sicherlich gibt es den. In meiner Welt gibt es einen Mann, der als mächtigster der Welt gilt. Er kann das, was andere nicht können. Chuck Norris. Ein Mensch? Ein einfacher Mensch ist mächtiger als der große Hanakon. Er ist kein normaler... Ich wusste es. Es ist kein normaler Mensch. Es ist Chuck Norris. Chuck Norris? Was für ein Name soll das denn sein? Lache, wenn du willst, aber Chuck Norris ist stärker als 1000 Männer. Es wird erzählt, dass er bis zur Unendlichkeit zählte. 2-mal. Unmöglich. Wenn er geht, um Blut zu spenden, fragt er nach einem Messer und einem Eimer, anstatt nach einer leeren Spritze. Und weißt du was noch? Einst aß er eine ganze Torte, bevor Freunde ihm sagen konnten, dass in der Torte eine Stripperin war. Und er ist der einzige Mann, der eine Drehtür zuschlagen kann. Mhm. Ich mache echt vor gar nichts halt hier. So, stirbt ihr scheiß Klein. Kann ich nicht mehr anvisieren. Ah doch. Und Drachi macht das schon. Piu, piu, piu. So, alle Lichter in den Hallen entzündet. Und das untere Gate freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt kurz gucken, ob hier irgendwo ein Secret ist. Genau. Halbertus. Das ist ein komischer Name. Aber na gut. Und jetzt können wir in die Bosstür da oben links mal reinschnuppern. Also eigentlich sollten wir erstmal speichern.
dann durch die eben freigeschaltete Tür zurückgehen und dann in die Bosstür reinschnuppern. Das klingt gleich irgendwie wesentlich gesünder. So, das müsste die hier gewesen sein. Jo. Sind denn alle Schnelltasten soweit okay? Schwert hat seine Schnelltaste, Keule hat seine Schnelltaste und Bogen auch. Gute. Ich hoffe mal, der Boss beschwört keine von diesen blauen Blubs, die hier so zum Thema gehören. Okay. Hihihi. Ja, definitiv ein Boss. Ein Beschwörer. Hey Zera, was kannst du mir über dieses Ding sagen? Hier lebt Mediox. Seine Macht ist so unglaublich, dass er seine Opfer in Stein verwandelt, indem er sie nur anschaut. Versteinert sie mit seinen Augen? Lass mich raten. Hat Mediox eine Menge Schlangen auf dem Kopf? Hat er. Wo weißt du das? Er muss der Bruder der Medusa sein. Ich tue das, was Perseus tat. Seinen Kopf vom Körper trennen. Körper? Medios hat keinen Körper. Er ist nur ein Kopf. Verborgen hinter einem undurchdringlichen Silberhelm. Hör mich an, dummer Mensch. Seine Macht liegt in seinem zentralen Auge. Du musst seinen versteinerten Blick um jeden Preis meiden. Fühlst du seinen Blick näher kommen, dreh dich weg und du bist sicher. Noch etwas, seine Schlangen spucken Gift, das sehr schnell tötet. Halte all deine Gegengift bereit. Okay, nicht ins Auge schauen, verstanden. Los geht's. Vielleicht fürchte ich, werde nie in meine Burg zurückkehren. Also wir haben Gegengift vorbereitet, wir haben einen Drachen als Pet. Ist das die beste Wahl? Wir hätten auch dieses Paralyse-Ding, das neue. Lebensenergie absaugen macht unsere Pflanze auch, aber das hier könnte stärker sein. Ziele paralysieren, nee, ich glaube nicht. Aber ich glaube, ich probiere mal den Schädel aus. So. Stärkezauber wird hier eigentlich nichts bringen, weil er wahrscheinlich fliegt. Als Kopf. Alles andere wäre komisch. Wenn er so als Medusa-Kopf hier rumrollen würde, wäre es albern. Noch irgendwelche Tränke? Wir haben eine Bogenmeisterschaftsrolle irgendwo. Genau. Schnelltaste 0. Also wir gucken erstmal, ob es mit dem Bogen einigermaßen hinhaut. Wenn ja, dann drücken wir die 0. So. Und warum hast du jetzt gerade nach oben geschossen? Ja. Ich wollte eigentlich gar nicht. Zentrales Auge da. Oh, vergiftet. Ja, so stark ist das Gift gar nicht. Gegengift war 7. Wahrscheinlich ist es nur tödlich, wenn es so. Oh. Okay. 7 Gegengift, 5 Heilung. Wir sollten dazu irgendwo stehen, wo wir nicht wieder neu vergiftet werden. Und unser Schädel ist tot. Oh. Heilung. Warum? Nee. Ich brauche eine Heilung. Heilung dauert viel zu lange zum Zaubern. Heilung. Und der hat noch fast gar keinen Schaden genommen. Was zur Hölle soll das? Bin nur am. Haha. Ha. Oh. Okay. Nicht schön. Dann das Ganze doch gleich nochmal oder wir geben erstmal das Zauberdingens ab. Ja, es klingt irgendwie besser. Da. Auch wenn der Weg dahin ganz schön nervig war, wenn ich mich recht erinnere. Genau, nach unten, dann nach. Ja, und so weiter. So, du weg. Ich will nicht, dass das Pet unterwegs stirbt. Der Schädel hat soweit übrigens ganz gut funktioniert. Aber er ist halt recht schnell gestorben. Nach unten, glaube ich. Oder? Nee, nach rechts.
Oh, doch, geht. Okay. So. Vielleicht kriegen wir jetzt hier irgendeinen Anti-Steiner-Schutz. Ah, Begeisterschutz ist. Ich bringe dir die Dinge, nach denen du verlangt hast. Sehr gut. Nun übertrage ich mein Wissen an dich, dank des Artefakts. Lass die Magie des Schutzes dich einhüllen gegen deine Feinde. Die Runen, geschrieben in der Vergangenheit, sollen für deine Augen lesbar sein. Kampfschutz. Ich hätte gerne Gift... Oh, warte mal, Giftschutz. Erstmal lesen wir kurz das Buch. Du bist nicht das Buch, du bist das Buch. So. Ja, Zauber. Schlaflichtbolzen, arkane Kontrolle. Macht deine Angriffe damit stärker. Aber wahrscheinlich nur die Nahkampfangriffe. Verringert Nahkampfangriff um ein Drittel. Charakter. Wir haben 11 Punkte zum Verteilen. Wir sollten Bögen erhöhen. So. Konstitution kann auch nicht schaden. Heilung. Haben wir gerade gemerkt, dass wir da wesentlich mehr brauchen. So.